schöner geht es auf keinen Fall und vor allen Dingen mit tollen Freunden, mit tollen Leuten, mit denen ich hier zusammen sein darf. Mehr geht nicht. Das bedeutet ganz viel für uns, weil wir sehen es an unseren Kindern. Was wir im Kinderchor an Zuwachs in den letzten Jahren haben, das ist Wahnsinn. Und das zeigt uns, als, gerade als Schützen auch immer wieder, dass wir richtig liegen mit unserer Arbeit. Und das ist schön. Für mich bedeutet das nochmal sehr viel, dass man auch als Schützenkönig so viel Anerkennung auch von außerhalb dann erfährt. Gerade was auch die Königin betrifft, die ja schon seit Jahren an für sich immer hier im Munster sind. Darüber freue ich mich. Und wir uns natürlich auch alle zusammen. Munster hat so knapp 16.000 Einwohner. Und ihr werdet es nachher sehen, wie viele Leute heute an der Straße stehen und auch hoch zum Schützenplatz. Wenn ihr nachher oben auf dem Schützenplatz seid, guckt euch das an. Und dann, das sagt an für sich alles. Ja, erstmal die Begrüßung der Vereine oben in der Halle. Anderthalb Stunden jetzt hier stehen, den Festumzug genießen von da. Und dann sehen wir alles Weitere. Das ergibt sich. Vielen Dank. Gefällt dir bisher denn Munster und der Umzug? Also es ist richtig gute Stimmung hier. Wir haben gute Musik. Hört ihr gerade? Wir haben schönes Wetter. Wir hatten schon ein schönes Mittagessen. Und wir werden gefeiert, ne? Ja. Ich glaube eigentlich echt alles, weil ich finde auch die Landschaft hier echt richtig, richtig schön. Auch da, wo wir vorhin Bilder gemacht haben. Der Park, das war echt sehr hübsch. Das Wetter spielt mit und dann ist sowieso alles super für uns, oder? Genau, ich finde es sogar ein bisschen zu warm. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber jetzt erzähl uns doch mal, warum sitzt du als einzige Majestät im Cabrio? Also ich glaube, das werdet ihr jetzt auch noch die nächsten 4 bis 6 Wochen so erleben, weil ich mir mein Fersenbein zertrümmert habe. Ich bin nämlich vom Pferd gesprungen. Ja, auch Majestäten leben gefährlich. Aber vielleicht solltest du demnächst ein bisschen besser aufpassen. Ja, ich glaube auch, das wäre eine Idee. Maurice, Kartoffelkönig. Ja. Na, erzähl mal, was gefällt dir bisher
so gut an Munster? Einiges. Also erstmal der Empfang war wunderbar. Die ganzen Leute, die wir hier kennenlernen konnten. Das Essen. Wir sind jetzt gerade auf dem Schützenmarsch, machen unsere erste Pause. Es ist super organisiert gewesen. Wir haben viel Freizeit, bisschen quatschen. Einfach die netten Leute. Es macht einfach Spaß. Ja, wir haben ja noch ein Stückchen zu laufen und melden uns dann danach nochmal. Mal gucken, wie frisch die Kartoffel dann noch ist. Popcorn, Mensch. Lächeln. Ah, oh, was seid ihr ernst? Was seid ihr ernst? Genau, er macht's richtig. Einer Weg. Genau. Schütz! 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 Gulaschkanone? Oder Bonbons? So muss das sein. Die besten für heute. Danke. Also ich arbeite in Munster. Das sind ja schon mal Pluspunkte. Ja, super. Munster bietet schon recht viel. Und man kann schon ganz gut seine Zeit hier verbringen. Ja, das finde ich auch. Ja. Was sagen denn die beiden Wurzelmajestäten? Also ich finde das Fest bisher richtig schön. Ja. Ich finde, es ist immer ein anderer Umzug so für ein Schützenfest. Er ist riesig im Gegensatz zu anderen Schützenfesten, finde ich. Und so vielfältig einfach auch. Genau. Man kennt das wahrscheinlich traditionell von zu Hause ein bisschen anders, ne? Aber ja, hier ja, ist das schon ein bisschen mehr Pep und ich finde es auch richtig gut. Also. Ja. So, Franzi, was sagst du denn zu Munster? Ich finde es total schön hier. Es ist total schön, wie die Straßen wieder gefüllt sind. Ich kenne es ja von zu Hause so ein bisschen von dem Umzug und es macht immer wieder Freude, die lächelnden Gesichter zu sehen. Kann Munster mit Amelinghausen mithalten? Naja, bei uns steht die Heidi am Vordergrund und die geschmückten Wegen. Und hier würde ich mal sagen, eher die Schützenvereine und die Marschmusik an sich. Aber ansonsten ist es auch sehr schön hier auf jeden Fall, ja. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen die Bundeswehr, ne? Ja, Marleen. Ja. Erzähl mal, eins von deinen wenigen Auftritten bisher, die du hattest, aber erzähl von Munster. Wie gefällt dir das hier?
Also ich finde es hier richtig gut und ich weiß nicht, was die anderen gesagt haben, aber ich finde vor allem den Festumzug hier jetzt auch gerade richtig cool. Also weiß ich nicht, einfach wie viele Leute hier mitmachen und wie groß das hier alles ist und so. Und ich bin noch nie irgendwo mitmarschiert, von daher finde ich es richtig cool. Ja, wir sind die Goldmajestäten aus Goldenstedt, das liegt bei Vechta in dem wunderschönen Oldenburger Münsterland. Wir wollen jetzt auch gar nicht so viel erzählen. Wir sind ja schon seit gestern hier in Munster, wollen uns erstmal recht herzlich bedanken für die Betreuung von Elke, die sich so rührend um uns gekümmert hat. Wir haben einige Ecken gesehen hier in Munster und sind echt begeistert, wie schön das hier ist und werden auf jeden Fall auch nochmal wiederkommen. Ja, auch ein großes Hallo von mir. Ich bin Lea, die Erste, aber das wissen Sie ja bereits. Unser Weinfest, lassen Sie mich raten, ist immer am 2. Augustwochenende, wo ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen. Genau, ich danke auch für die Einladung. Ich bin seit... Da hinten ist die Feuerwehr. Hallo! Genau, also ich bin seit Freitag schon mit am Start, seit der Begrüßung. Auch da war es schon wunderschön, der Ball mit euch. Es war ein Fest. Ich bin auch sehr traurig, dass ich nächstes Jahr nicht mehr dabei sein werde als Königin. Aber so wie Rainer gerade schon sagt, ich bin trotzdem am Start. Ich wünsche uns noch einen schönen Tag und vielen lieben Dank für die wunderbare Einladung. So. Der Umzug. Der war gigantisch. Die vielen Menschen, die Wagen, die Sonne war schön. Ja. Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wirklich der Umfang von diesem Umzug war wirklich toll. Und auch diese ganzen kleinen Ecken von Munster einfach mal kennenzulernen, war wirklich schön. Das war eine lange Strecke. Man hat ja bequeme Schuhe drunter. Wurde vorher gesagt, also wird's gemacht. Ja, hallo ihr Lieben, wir sind hier immer noch auf dem Schützenfest der Bürgergilde Munster. Neben mir habe ich Elke. Genau, hallo. Elke hat hier natürlich alles, was uns Majestäten betrifft, gemanagt, organisiert und das auch nicht verkehrt. Die hat sich nicht lumpen lassen. Uns fehlte es an nichts. Aber Elke, wie bist du denn jetzt zum Ende, wie weit bist du zufrieden mit deiner organisatorischen Leistung? Also ich bin sehr zufrieden, weil die Majestäten zufrieden sind. Und das finde ich schon mal, das Feedback ist sehr positiv und darum hoffe ich, dass alle wieder im nächsten Jahr zu uns hierher kommen und vielleicht noch ein paar mehr, die es heute nicht geschafft haben und an unserem schönen Schützenfest teilnehmen können. Also die Bürgergilde Munster gibt es ja jetzt schon das 104. Jahr, ne? Nee. 103. Jahr. Ja, genau, die Jubiläumstasse hat jeder bekommen. Goldene. Den 100. konnten wir wegen Corona nicht feiern, dann haben wir den 101. auch nicht, aber den 102. Und jetzt haben wir den 103. Letztes Jahr war ja Hannover, ne, Landeshauptstadt, da seid ihr alle da gewesen und dieses Jahr habt ihr alles wettgemacht. Die ganzen Majestäten. Also so viele, wir haben 22 Majestäten gehabt, das war ein Traum. Das war wirklich ein Traum, das muss man wirklich sagen. Der Vorstand ist auch begeistert und ja, wir freuen uns da echt auf nächstes Jahr wieder. Ich denke, dass das nächstes Jahr auch noch zu toppen ist, wenn nicht gerade wieder in Hannover was stattfindet. Ja, hoffen wir mal, das passt. Ne? Wir sind auf jeden Fall wieder bei dir. Ja, das hoffe ich auch. Und Hannover läuft nicht weg. Dann habe ich hier noch die Silke. Die sitzt hier bei der Hofdame. Silke, erzähl mal eben, wie fandst du es denn so, dass die ganzen Majestäten aus Niedersachsen hier zu Gast in Munster waren? Total super. Also meine beiden sind ja auch aktiv im Schützenverein. Ich bin immer nur das schmückende Beiwerk, sage ich. Und deshalb gucke ich mir das dann immer mit Abstand an, weil dann hat man natürlich einen ganz anderen Einblick auch, wenn der ganze Umzug so kommt und die ganzen Vereine. Und das war so ein tolles Bild. Ich habe noch nie so viele Bilder gemacht und Videos wie von diesem Jahr. Und die Farben, also richtig toll. So. Eins noch kurz. Ich möchte auch noch sagen, der Vorstand hat uns ganz doll unterstützt, also mich ganz doll unterstützt. Er hat gesagt, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Also der Vorstand der Schützengilde Munster, möchte ich auch noch mal betonen, steht voll hinter allem und wir sind eine Gemeinschaft und das passt einfach. Ne? Was soll ich sagen, ihr Lieben? Gemeinschaft funktioniert hier Hand in Hand. Wir sagen jetzt von Munster... Danke. Tschüss. Tschüss.
Und vergesst nicht das erste Wochenende im Juni nächstes Jahr, dann sehen wir uns alle hier. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.